du hast mein aber auch noch Hunger. Bist du ruhig um das? Warum meinst? Frag nicht immer so viel. Ja, und schnell bist du auch noch. Wenn ich jetzt nicht jemanden gegossen habst, dann hau ich dir eins an den Rind. Dann siehst du, wie schnell ich bin. Beim Arbeiten bist du aber nicht so schnell wie beim Essen. Du verstehst ja scheinbar nicht, was man dir sagt. Wo meinst du? Du machst mich noch wahnsinnig. Bist du ein bisschen nervös? Nein, ich bin nicht nervös. Du machst mich einfach hässig. Wo meinst du? Wenn du immer das rausholst. Ja, und du tust immer rumfluchen. Dumme Scheich. Ich weiss nicht, was du meinst. Wenn du jetzt solltest ruhig sein und essen. Ja, warum meinst du? Damit endlich Ruhe ist. Ja, aber ich habe gar keinen Hunger. Jetzt hast du doch vorher die ganze Zeit denen im Stall gesagt, wie sehr dass du Hunger hast. Ja, vorher. Aber jetzt nicht mehr so. Und wieso hast denn du jetzt keinen Hunger mehr? Ja, also weil du so grusig tust essen. Also bitte, das ist schon schlimmer, als ein Kuh tut wieder kauen. So, jetzt ist aber fertig. Du bist einfach frech und hast keins benehmen. Ja, warum meinst du? Weil du immer tust rausheuschen. Ja, und du tust auch immer fluchen. Ich hab dir schon gesagt, ich fluche nicht immer um. Nein, aber vorher, denen im Stall. Was habe ich gesagt, vorher denen im Stall? Du, das habe ich gerade vergessen. So, jetzt ist aber fertig, jetzt langt's einfach. Gott verdammt. Bist du? Ja, bist doch ein bisschen nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Ich bin nur ein bisschen angespannt. Ich glaube, ich habe jetzt doch noch Hunger. Dann isst du, kommst du nicht dazu. Ja, warum meinst du? Und hör endlich auf mit dem ewigen Warum meinst du? Hast du verstanden? Warum meinst du? Wenn du jetzt nicht etwas ruhig bist, dann stoss ich dir deine Ankerschnitte mitsamt dem Mödel in den Hals durch. Du, nein, du könntest dich ja gerade verstecken. Ja, dann wäre mal Ruhe. Hättest du mir noch die Milch, bitte? Dankeschön. Hast du mir noch die Anke und Gampfi gegeben? Soll ich dir das Brot vielleicht auch noch gerade streichen? Oh ja, gern. Da musst du das selber machen. Warum fragst du denn so blöd? Ja, weil man dich immer muss bedienen, als wärst du ein Babyli. Warum meinst du? Iss. Ich bin ja am Essen. Dann iss mal ohne Kommentar. Herrgott, noch mal. Hat schöne Bildchen drin. Es ist schon blöd. Es ist sogar sau blöd. Was ist so blöd? Wenn man nicht kann lesen. Wer kann echt gar nicht lesen, hä? Was? Bist was? Was sofort das Set los? Ich tue ihn nur ein bisschen massieren. Das stimmt gar nicht. Die wollen mich umbringen. Also, ihr seid schon zwei Unmögliche. Dumme Seich wollen umbringen. Wir wollen noch ein bisschen jockeln miteinander. Gell, Seppli? Danke. Du, das machst du mir aber nie. Du! Kannst du deinen Kaffee ja sicher selber einschenken. Ja, warum meinst du? Nerv mich nicht! Siehst,
man darf nicht einmal etwas fragen. Schon wird man zusammengestaucht. Du bist jetzt auch ein Finötel. Sonst tust du doch nicht so, wenn das Freine mit dir kasperlt. Du, was ist jetzt ein Finöckel? Hast du jetzt so lange studiert? Warum meinst du? Der hat einfach dermassen eine lange Leitung. Warum meinst du? Finöckel heisst Fräulein im Negligé. Öfters gegenwärtig, geistig unerreichbar. Hey, das ist aber einmal nicht lustig. Ich bin einmal kein Fräulein. Hast doch nur Spass gesehen, jetzt tu doch nicht so. Also ich finde das kein guter Spass. Du, sind wir doch froh, solange wir noch lachen können. Warum meinst du? Petra kommt jetzt dann gerade vorbei. Sie muss etwas ganz Wichtiges mit mir besprechen. Ja, vielleicht ist sie etwas Gutes. Ja, genau. Etwas Gutes. Bist jetzt du ein Papagei? Warum meinst du? Du kannst einem mit deiner ewigen blöden Fragerei schon auf die Nerven gehen. Sepp, frag du nur. Mehr stört das nicht. Ja, du musst ja auch nicht den ganzen Tag mit dem zusammen sein. Ich bin aber immer gern mit dir zusammen. Ja, da wäre mir ja das Neueste. Also, der sind wir noch zwei. Ja, wir zwei können ja nicht gut eiselein sein. Ja, wir zwei sind nicht Katz und Maus. Mach du nur nicht, dass Katz die Maus auffrisst. Ja, du, da wäre aber gar nicht gut. Dann müsste ja die Katz alles allein machen. Ja, komm jetzt, du Schnäderin. Wir müssen jemanden in den Stall. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit, um hier mit dir zu stürmen. Ja, ich muss aber zuerst noch abräumen. Ja, dann mach. Den Kaffee und Milch kannst du noch stehen. Jawohl. So, haben wir noch etwas. Auf, abgeräumt. Oh, da noch etwas. Und woher soll ich jetzt damit? Am besten bringst du es in den Stall raus. In den Stall? Warum meinst du? Oh, sicher nicht in den Stall. In die Küche, denk. Oh, komm, Herrgott, ich mache es selber. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, du gehst ein Fang in den Stall raus. Ich komme dann von der Küche aus. Warum meinst du? Jetzt geh ein Fang, du Hurentubel! Du, wenn sie nicht so viel Haar auf der Zehe hätte, dann wäre sie nicht einmal so ein wüster Hagel. Geh du jetzt in den Stall. Du hast wachsen ihre Haare noch zu den Ohren aus. Oh, da würde ich gar nicht gut aussehen. Dann gehe ich gescheiter. Hallo, ist jemand daheim? Hey, hoi Petra. Hoi Rösli. Wie geht's dir? Ja, so weit gut. Es kommt darauf an, was du mir zu erzählen hast über den Hof. Ja, ich will nicht um einen heißen Brei herumschwätzen. Es sieht nicht gut aus. Das habe ich schon gedacht. Ich sehe ja auch, was reinkommt. Und das ist, weiss Gott, nicht viel. Nimmst du auch einen Kaffee? Ja, gern. So. Danke, du hast noch mehr geschaut. Ja, ja. Also, schau. Hier drauf siehst du die Übersicht vom letzten Monat. Jesus, ein Haufen Zahlen. Ja, also, schau. Auf dieser Seite siehst du deine Einnahmen. Und das hier sind deine Rechnungen. Und die dicke rote Zahl ist das, was noch fehlt. Ja, genau. Das, was noch fehlt. 15'000 Franken. Ja, ich weiss, es ist ein Haufen Geld. Aber
Ich habe alles Mögliche probiert. Es ist einfach bei diesen 15.000 geblieben. Und zudem musst du die eine Rechnung von 10.000 Franken schon bis Ende Monat beglichen haben. Sonst wirst du betrieben. Betrieben? Was wollen denn die mir noch nehmen? Ich habe ja nichts. Hey mal, du hast schon etwas, das viel Wert hat. Was meinst du? Hey, der Hof hier hat viel Wert. Und wenn wir das Geld nicht bis Ende Monat zusammenbringen, halt dann wird es eng. Jetzt geht es mir, glaube ich, nicht mehr so gut. Aber wir haben noch 2 Wochen Zeit, um eine Lösung zu finden. Ich wüsste nicht, was ich noch machen könnte. Lass das nur meine Sorge sein. Ich habe nämlich schon einen Plan. Was für einen Plan? Sicher nichts Gutes. Ja, sagen wir es mal so. Es ist ein Versuch wert. Also, um was geht's? Erzähl. Nein, ich würde jetzt das noch nicht sagen, weißt du? Ich muss so noch ein paar Sachen organisieren. Also, das tönt mir aber dann schon noch ein bisschen suspekt, hä? Mach du dir keine Sorgen, es kommt alles gut. Und was kann ich dazu beitragen? Nichts. Am besten einfach mehr vertrauen und gar nicht zu viel studieren. Was würde ich auch machen ohne dich? Für das sind doch Freundinnen da, dass wenn es einem schlecht geht, man einander helfen kann. Du bist einfach ein Goldschatz. Also, ich muss noch etwas erledigen. Oh, ich muss auch noch ins Dorf haben. Wollen wir zusammen runterlaufen? Ja, nein, weisst du, ich gehe noch ein bisschen spazieren da drauf. Seit wann gehst du spazieren? Und dann erst noch drauf und noch in diesen Schuhen? Ja, weisst du, der Doktor hat eben gemeint, es wäre gut so für meinen Kreislauf. Drauf geht es aber geradeaus in dem Kreis. Aber, Herr Rosade, es tönt mir ein bisschen nach einer gesuchten Geschichte. Aber ich will das jetzt einmal glauben. Ja, weisst du, ich muss eben zuerst ein paar Sachen organisieren. Ich kann dir das jetzt aber nicht sagen, warum. Es soll ein Geheimnis sein. Ja, schon gut. Ich habe es ja verstanden. Also, ich melde mich dann wieder, sobald es etwas Neues gibt. Ja, das wäre nett. Weisst du, ich kann sowieso nicht schlafen, bevor die Rechnung gezahlt ist. Ah, mach du dir keine Sorgen. Es kommt alles gut. Also, tschüss Rösli. Tschüss, bis später. Bis später, ja. Wenn das so mal gut rauskommt. Oh je. Ja, hallo. Sogar sehr gern. Gell, Susi? Ja, los jetzt, Susi. Also ich bin verschwiegen wie ein Grab. Von mir vernimmt niemand etwas. Ich habe hier so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Wo mein Emil gestorben ist, hat es die ganze Gemeinde gewusst vor meinen Verwandten. Ja, aber Rösi, ich wollte dir doch umwollen helfen. Weisst du, ich habe gedacht, du als Witfrau hast doch wirklich anders zu tun, als die ganze Gemeinde informieren. Schon gut, Susi, man kennt dich ja.
Aber los jetzt einmal, Rösli, sag mir jetzt wirklich, ist das wahr, dass es dir eben so gut geht? Wie kommst du jetzt auf so etwas? Ja, man hätte so etwas gehört. Man? Wer ist man? Rösi, du weißt ganz genau, ich darf keine Namen nennen. Kannst beruhigt sein. Es geht mir sogar sehr gut. Ja. Ich konnte nämlich erben von einem entfernten Verwandten von Amerika. Ja, was? Ja, du, das habe ich ja gar noch nicht gewusst. Und das freut mich jetzt aber für dich. Ja, mir freut das auch. Ja. Du, sag mal, um wie viel Geld geht es denn da? Ja, weisst du, die Anwälte sind noch am Ausrechnen. Die können das nicht so genau sagen. Anwälte? Ja, sag mal, ist das vorig öppe deine Anwältin gsi, die mir begegnet ist? Ah, ja, ja. Extra aus Amerika eingeflogen. Was? Ja, ja. Aus Amerika? Ja, ja. Gell, da staunst, hä? Aus Amerika. Unglaublich. Jesus Gott. Es ist schon so spät. Los, Rösi, du musst entschuldigen, aber ich muss jetzt wirklich weiter. Aber das hat mich jetzt gefreut, dass ich dich wieder einmal schnell gesehen habe. Aber, gell, Susi? Es ist dann ein Geheimnis. Das bleibt dann unter uns. Musst dir keine Sorgen machen, Rösi. Ich erzähle niemandem etwas. Also, auf Wiedersehen, auf ein anderes Mal, gell, Rösli? Ciao, Susi. Bis in einer Stunde weiss das ganze Dorf. Wenn ich mir Ruhe will, gehe ich gescheiter hinten raus. Kommt um ihn rein, es ist niemand zum. Was ist denn das so Wichtiges, was du mit uns unter vier Augen besprechen willst? Du, es sind aber sechs Augen. Ich meine, denk deine und meine, du Lappi. Ja, aber Peter hat doch auch Augen. Sie ist nicht so blind wie du. Ich bin doch nicht blind. Du kannst ja nicht einmal bis auf sechs zählen. Natürlich kann ich bis auf sechs zählen. Hallo, ist jemand daheim? Warum meinst du? Könnt ihr eigentlich auch noch ohne Streiter rauskommen? Das haltet ja kein Mensch aus. Also ich habe ja nicht angefangen. Ja mal, du hast falsch gezählt. So, fertig jetzt, hocken da hin. Also, hört jetzt mal gut zu. Ihr wisst ja, dass ich im Rösli Buchhaltung mache. Buchhaltung? Aber wir haben doch gar keine Bücher. Das hat auch nichts mit Büchern zu tun, du elender Hornochs. Könnt ihr jetzt eigentlich auch mal zuhören? Mama, das können wir schon. Also, ich fange jetzt noch einmal von vorne an. Ihr wisst ja, dass ich fürs Röfli die finanziellen Sachen regle. Im Moment sieht es allerdings nicht gut aus. Das Rösli hat nämlich mehr Rechnungen als Geld zum Zahlen. Und wenn wir nicht innerhalb von zwei Wochen 10'000 Franken zusammenbringen, dann verliert das Rösli den Hof und ihr zwei somit eure Arbeit. Ja, warum meinst du? Überleg doch mal! Wenn kein Geld da ist, dann kann man auch keine Rechnungen zahlen. Und dann ist fertig lustig. Ja, ich habe noch Geld. Woher? Ja, denk gespart. Ja, und wie viel hast du denn gespart? Etwa 150 Franken. Ja, das ist sehr lieb von dir, aber das reicht leider nicht. Ja, und was machen wir jetzt? Ich habe bereits einen Plan, aber für das brauche ich eure Hilfe. Das ist kein Problem. Wir helfen, wo wir können. Ja,
Wir helfen, wo wir können. Gell, Vreni? Das habe ich ja gerade gesagt! Aber wieso besprichst du das eigentlich mit uns? Und nicht mit dem Rösi selber? Ja, ihr kennt das Rösli doch. Dann ist sie wieder voller Sorge. Und ich werde ihr nicht mit voller tun, weil sie mir immer so eine gute Freundin ist. Ja, für uns auch. Eben. Und darum die Überraschung für sie. Also gut. Und wie können wir jetzt helfen? Ja, wie können wir helfen? Kannst jetzt du jetzt mal den Latz haben? Ja, warum meinst du? So fertig jetzt. Seid mal ruhig. Sag ich ja schon lang. Immer schnell streit. Seid mal ruhig. Jö! Du, das ist aber ein herziges Ding. Was ist das überhaupt? Das ist ein Rasierapparat. Nein, das ist, denke ich, ein Nadel. Mit dem kann man telefonieren. Und was willst du mit dem Nadel? Das brauchen wir für meinen Plan. Also mit so etwas will ich nichts zu tun haben. Ja, also los, das ist mir jetzt also auch ein bisschen zu kompliziert. Also kann man nicht ein normales Telefon brauchen? Hey, jetzt tönt doch nicht so kompliziert. Das ist doch ganz einfach. Schaut mal. Hier klappt man es auf, seht ihr es? Ja. Hier lädt man es an. Und voilà, und schon kann man telefonieren. Aber ihr müsst ja gar nicht telefonieren. Und für was brauchen wir denn das Nattel? Also ja, ihr müsst schon telefonieren, aber ihr müsst keine Nummer eingeben. Ja, mit wem müssen wir denn telefonieren? Ja, mit so Leuten hier, die ich anrufe. Was für Leute? Ja, das wollte ich auch wissen. Das ist doch gleich, was das für Leute sind, die ich anrufe. Also ich verstehe nur Bahnhof. Ja, ich auch. Wir haben ein Handy. Jemand ruft drauf an. Und wir wissen nicht, wer das ist. Und uns soll das gleich sein. Genau so ist es. Ihr dürft gar nicht wissen, wer euch anruft. Und woher haben denn die Leute unsere Nummern? Das ist eine gute Frage. Aus der Zeitung und aus dem Internet. Und was wollen denn die Leute mit uns reden, wenn die uns ja gar nicht kennen? Also ich rede nicht mit fremden Leuten. Ja, die wollen nur ein bisschen mit euch pläudern. Mit mir denn auch? Hey, natürlich. Das Vreni kann das nicht alles allein machen. Du musst halt deine Stimme ein bisschen verstellen. Warum meinst du? Weil du musst schwätzen wie eine Frau und nicht wie ein Mann. Ja, meinst du, geht das so, wie ich jetzt rede? Ja, genau so! Also, das mache ich sicher nicht. Willst du den Hof retten oder nicht? Ja, sicher wollen wir retten. Also, dann mach jetzt, was ich dir sag. Also, Petra, jetzt sag's nochmal. Also, was sind das für Leute, die uns da drauf anrufen? Also, es werden vorwiegend Männer sein. Männer? Ja, Männer, die ein bisschen einsam sind und ein gutes Wort brauchen. Also, in dem Fall so Männer wie ich. Weil, es ist nämlich so, ich brauche manchmal auch ein gutes Wort. Aber bei der hier, das ist selten bei der Vreni. Fang doch du an von Lätschen, hä? Ich habe ja nur gemeint. Also Petra, ist denn das so etwas wie die dargebotene Hand? Was jetzt für eine Hand? Ja, im weitesten Sinn kommt das jemand an. Und woher wissen die Leute, dass man sich hier bei uns melden kann? Ja, ich habe eben bereits schon heute in die heutige Zeitung ein Inserat hier. Ja, zum Schauen, ob es überhaupt Reaktionen gibt darauf. Oh! Ich weiss, von was du redest! Hi, heute Morgen schon! Zwei heiße Bauerntöchter, Sandy und Mandy, verwöhnen dich nach Lust und Laune. Bei uns gibt es kein Tabu. Ruf uns an unter der Nummer 079 666 666. Wir warten auf dich. Das ist ja, das ist ja.
Telefonsex? Das ist ja dumm! Also wie soll das denn gehen? Da kommen wir in die Hölle! Also mit so mit dem wollte ich nicht unbedingt. Jetzt Vreni, beruhig dich wieder und hock da an. Es ist jetzt nicht so schlimm, wie du es tust. Und ob das schlimm ist, wenn das der Pfarrer oder so ein Präfer, da werde ich ja gerade exkommuniziert. Das wäre ja eh nicht so schlimm. Du kommst ja eh nie in die Kirche. Aber ich bete jeden Abend vor dem Einschlafen. Also für mich klingt das aber eher wie Schnarchen. Also, sorry, jetzt. Hey, beruhigt euch jetzt wieder. Also das erfahrt weder der Herr Pfarrer noch sonst irgendjemand. Das ist eine Geheimnummer. Und die läuft auf mich. Da kommt niemand auf euch. Und zweitens ist das der einzige Weg, um in einer kurzen Zeit zu viel Geld zu kommen. Also ich kann da leider nicht mehr machen, weil so etwas geht gegen meine Moral. Also seit wann hast du denn Moral? Also jetzt bist du ruhig! Die Schelte geht dann in unsere Taschen an! Eben Moral! Aua! So, fertig jetzt! Ihr könnt eure Energie anders einsetzen! Und das mit der Moral ist jetzt wirklich nicht weit hergeholt, Vreni! Also du, ich weiss, warum sie hier nicht mitmachen will. Warum? Da bin ich jetzt gespannt, hä? Weil du nicht so laut kannst stöhnen. Dumme Hurenseich! Es geht gar nicht um das komische Schnaufen! Und lustig ist das eben auch nicht! So, Vreni, jetzt beruhig dich wieder und hock hierher! Also, ich mache nicht mit. Gut, dann muss er uns halt den Hof verkaufen. Und die zwei stehen auf der Strasse. Warum meinst du? Weil ihr nicht mehr da sein könnt, wenn sie uns in den Hof verkauft hat. Das wäre aber gar nicht gut. Gell, Vreni? Natürlich ist das gar nicht gut. Aber ich bin doch nicht so eine Paristudierte. Das heisst Prostituierte. Da weiss einer ganz genau, wie das heisst, hä? Das habe ich... Ich denke, aus der Zeitung gelesen. Du wirst ja auch nicht mehr oben im Lügen. Das hat doch nichts mit dem zu tun. Ihr tut ja nur ein bisschen mit den Leuten am Telefon pläudern. Ja, aber schon noch dumm, dass ich ein Mann bin. Wieso meinst du? Ja, die Typen hier, die wollen mit Frauen schwätzen und nicht mit Männern. Sicher kannst du helfen. Du hast sie Erfahrung super bewiesen, wo du mit deiner Frauenstimme geschwätzt hast. Ja, aber ich weiss gar nicht, was ich soll sagen. Oh, meinst du, ich wüsste das? Das tun wir, denke ich, jetzt üben, bis ihr es könnt. Das kann der Sepp einmal sicher nicht. Warum meinst du? Weil du zu wenig Hirnzellen hast für so etwas. Hast du eine Ahnung? Komm, Petra. Wir probieren das gerade mal. Also gut, ich rufe dir jetzt an und du nimmst das Telefon ab. Ja, und was mache ich denn? Das siehst du dann. Ring, 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 ring. Ja, und jetzt? Du musst das Telefon abnehmen. Das kommt ja gut raus. Aber ich habe ja gar kein Telefon. Wir tun nur die gleichen. Aha. Also, das geht im Fall eine Katastrophe. Wir machen es nochmal. Ring, 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 ring. Ja, Sally, du hast den Sepp. Das gibt mehr als eine Katastrophe. Nein, das geht so nicht. Du heißt Mandy. Und du schwätzisch wie eine Frau. Mandy? Ja, Mandy. Und Vreni heisst Sandy. Warum meinst du? So, hü! Ring, 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 ring. Hallo, da ist Mandy. Oh, Gott. Hallo, du heiße Fäger. Was machst du? Ja, denk telefonieren. Ja.
Mann, soll der Sepp doch mal zuschauen. Also, wenn du meinst. Ring, 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 ring. Hallo, da ist Sandy. Wie kann ich dir helfen? Hallo, Sandy. Ich möchte mit dir so ein bisschen pläuderle. Du hast eine sexy Stimme. Was willst denn du mit mir pläuderle? Ja, ein bisschen über alles. Ja, wie alt bist denn du? Ich bin blutjunge 25. Ach, das stimmt aber gar nicht. Sie ist schon 35 und schon fast eine alte Schachtel. Du bist eigentlich noch ganz wach, eine alte Schachtel. Hey, beruhigt euch jetzt wieder. Sepp, manchmal muss man halt ein bisschen lügen, vor allem im Alter. Warum meinst du? Weil eben niemand will mit einer alten Schachtel telefonieren. Und wer ist jetzt das? Keine Ahnung. Ich gehe mal schnell schauen. Oh, da musst du nachher räumen. Also los, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Schau auch da. Der Polizist Meier ist da. Grüezi miteinander. Habt ihr mich jemanden erwartet? Nein, befürchtet. So. Jetzt haben wir es eigentlich. Nein. Nimm mich fest, sicher! Hörst du, du bist ein bisschen schockig! Frieden! Hat dir ein Mädchen gestochen oder bist du zu lange an der Sonne gestanden? Ich habe es nicht mit bösem Willen gemacht. Es tut mir leid. Hat dir jemand eins zu viel über den Durst getrunken? Warum meinst du? Hey, wo sie sich so blöd benimmt? Und du machst ja auch ohne Alkohol. Aber... Du bist doch da, weil du uns verhaften willst, oder? Nein, das Vereni hat glaube ich zu viel Krimis gelesen. Also, ich will doch niemanden verhaften. Oder hast du jemanden umgebracht, Vreni? Also, du willst uns gar nicht verhaften? Nein. Oder gibt es einen Grund? Ja, wegen dem Telefon. Nein, das hat nicht, weil er ein Telefon gesehen hat im Dorf. Was für ein Telefon? Ja, so ein neues, modernes Telefon halt. Also, ich habe schon manchmal ein neues und ein modernes Telefon gesehen. Das ist einmal kein Verbrechen. Ja, sehe ich schon, aber der Sepp ist halt noch nicht so manchmal rumgekommen wie sie. Ja, das kann man gut vorstellen. Ja, die zwei haben eben ein kleines Durcheinander. Ja, aber was willst denn du von uns, wenn ich es ja gar nicht verhaften will? Von euch wollte ich eigentlich gar nicht. Ich kann nur mal schauen. Hat meine Frau da wieder am Umlaufen ist? Susi? Nein, die ist nicht da. Es tut uns leid. Wir können Ihnen leider nicht weiterhelfen. Also, sie war da. Aber jetzt ist sie es nicht. Wann war denn die da? Ja, vor etwa einer halben Stunde. Aber wo sie jetzt hin ist, das weiss ich halt auch nicht. Dann fange ich wieder. Sage dem Rösi einen schönen Gruß. Adieu miteinander! Danke! Was ist jetzt das gewesen? Habt ihr eigentlich den Verstand verloren oder was? Warum meinst du? Weil du dich fast verschnürst und das Vreni will sich gerade verhaften. Ja, und du lügst. Ich habe nämlich gar kein neues Handy gesehen. Manchmal muss man eben ein bisschen lügen. Vor allem, wenn du dich gerade verschnürst. Ich habe ja nur gemeint. Manchmal muss man nicht meinen. Manchmal sollte man einfach auf die Schnur hocken und ruhig sein. Da geht dann einfach die Vreni. Ja, ich bin halt ein bisschen verschrocken, weil ich auch gemeint, es sei wegen uns. Ja, ich bin halt auch ein bisschen verschrocken. Ihr müsst wissen, wir machen nichts, was gegen das Gesetz ist. Warum meinst du? Bist du sicher? Wir sind doch alles erwachsene Leute hier. Und wir machen nichts unrechts. Aber unmoralisch ist es schon. Es ist auch unmoralisch, wenn das Rösli den Hof hier muss verkaufen und die zwei auf der Strasse stehen. Ja, das stimmt. Das ist auch unmoralisch.
Ja, das ist sogar noch unmoralischer als unmoralisch. Das ist unmoralisch. Dann halt! Ja, was denn halt? Dann machen wir es halt! Mit Gottes Segen. Was? Den Hof verkaufen? Nein! Telefonieren! Ja, weil das Handy nicht läutet. Ja, da kann ich doch nichts dafür. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass du etwas dafür kannst. Ja, warum meinst du? Du kannst einem schon den letzten Nerv ausrissen. Ja, und wer hat denn die andere rausgerissen? Wer recht? Auch du! Warum meinst anstatt das so blöd zu fragen die ganze Zeit, würdest du gescheiter mal anständig herhocken? Würdest du vielleicht mal jemanden anrufen denn? Und besser so? Ja, ist prima, tipptopp. Warum lachst du jetzt so blöd? Weil du immer alles glaubst, was man dir sagt. Ich komme nicht raus, was du meinst. Es sieht doch niemand, wo uns anruft, wie du da hockst. Ja, du bist doch ein Blödi. Aha, siehst du, es tut doch ein paar Leute. Zufall, nimm sie jetzt ab. Das nächste Mal bist du dran, gell? Hallo, das Mandy. Wer bist du? Du wolltest mir deinen richtigen Namen nicht sagen. Ja, das ist gut. Ich sag dir einfach Haselein. Ja, das ist wirklich herzig. So, Haselein. Also, ich bin 1,80 gross, 60 Kilo schwer und ich habe lange blonde Haare. Meine Idealmasse sind 90, 60, 90. Ja, richtig sexy. So, Haselein, was möchtest du jetzt? Kannst du es noch einmal wiederholen? Du, der wird das ich grunze wie eine Sau. Ja, dann machst du das halt. Wie du meinst. Was? Peitsche?
Nein, Peitsche habe ich keine. Nur eine Mistgabel. Was? Hey du, los, pass auf! Hey, wenn du so kommst, dann hast du dann die Mistgabel in die Masche. Hallo? Hallo? Und weg ist er. Ja, hat er denn nichts mehr gesagt? Nein, hat er noch so blöde Geräusche gemacht. Der hat alle schon die Mistgabel von unten gespürt. Nein. Aber wenigstens auch das hat wieder ein bisschen Geld gegeben. Kommen wir da mal rein, Herr Pfarrer. Danke. Hey, zum Gucken, was machen jetzt die zwei noch da? Haben die keine Arbeit? Rösi, bist du schon zurück? Und der Herr Pfarrer ist auch da. Grüß Gott miteinander. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Sicher ja, wir sind zwei wahrhaftige Engeli. Gell, Sepp? Ja, genau. So, jetzt ist aber fertig gelaufen, he? Der hat sicher etwas zu tun. Komm, Sepp, wir gehen die Stahl raus. Ja, ich glaube, eine gute Idee. So, jetzt gibt es ein bisschen Ruhe im Haus. Jetzt waren sie halt einfach ein bisschen kompliziert. Zum Frick sind halt nicht alle Menschen gleich. Gott hat verschiedene Schöfli. Ich weiss es ja schon. Aber sitzt doch an, Herr Pfarrer. Was darf ich Ihnen bringen? Ein Kaffee? Oder ein Tee? Oder ein Glas Wasser? Nur keine Umstände. Habt ihr euch noch von dem feinen Schnaps? Ihr meint der Alpenkräuter? Ja, genau der. Ich gehe gerade in die Küche schauen, ob es noch ein Schlückchen hat. Grüß Gott, du hast den Pfarrer Talifo, sagt Wittnau. Er hat die Person am anderen Ende einfach aufgehängt. Ja, da können sie aber froh sein. Wieso froh? Am besten ist eben, man nimmt keine fremden Handys ab. Das kann zu bösen Überraschungen führen und einem den Glauben erschüttern. Oh. Das Handy. Habe ich noch vergessen? Mein Glaube lässt sich nicht von einem Telefonat erschüttern. So, da habe ich zwei Alpenkräuterli. Machen Sie das feine Schnäpschen immer noch selber? Ja, ja, natürlich. Aus der eigenen Brennerei. Also, Bröstli, Herr Pfarrer. Bröstli, Frau Pinkeli. Und Geld, da bleibt denn unter uns. Nur keine Angst. Ich heiße Rösli, Rösli Pinkeli. Und ich Susi Schaffner. Es ist ein feines Kräuterli. Ja, uns geht immer so eine angenehme Wärme innen ab. Sagen Sie mal, Frau Pinkeli, wie geht's Ihnen? Ja, ich nehme halt jeden Tag, wenn er kommt. Das ist einzig richtig. Immer schön.
Eins nach dem anderen, Frau Tinkeli. Pröstli. Pröstli, Herr Pfarrer. Oha, gibt es etwas zu feiern? Ja, hoi Petra. Da kommt ganz drauf an, was du uns zu erzählen hast. Für einst etwas Gutes. Aha, siehst du. In dem Fall haben wir einen Grund zum Feiern. Du, das ist übrigens der Pfarrer Dali. Grüezi, Herr Pfarrer. Mein Name ist Keller und ich bin Buchhalterin vom Chemiehof. Guten Tag, Frau Keller. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Nehmen Sie auch einen Kräuter? Ja, gern. Wenn Sie mich schon so nett fragen. Frau Benkeli? Ja, ja, ich habe verstanden. Ich hole gerade doch schon. So, Sie sind also da, der Herr Pfarrer. Ja, schon lang. Ah. Und ich mache immer gerne Besuche bei meinen Schäflein. Ah ja, das habe ich gedacht. So, dann wir hier noch gerade auffüllen, he? Danke. Bitte. Also, Prost auf die guten Neuigkeiten. Prost. Vergelt's Gott. Oh, hoppla! Da haben meine jemanden Durst gehabt. Durst nicht grad, aber ich sollte jetzt weiters. Aha, ja, wenn sie schon gehen. Ja, man muss seine Grenzen kennen. Also. Einen schönen Tag miteinander. Danke. Und auf Wiedersehen. Wiedersehen, Pfarrer. Ach, die Pfarrer. Ade. Du, dir hat meine gelungenen Pfarrer. Das stimmt, er ist ein Gäbiger. Und mit wenig zufrieden. Ja, das habe ich gesehen. Also, und jetzt los, erzähl, was gibt's Neues? Wir haben das Geld zusammen. Der Hof ist gerettet. Ich hab's doch gewusst, als ich mich auf dich verlassen kann. Danke vielmals. Aber. Was aber? Das war nur eine vorübergehende Lösung. Also auf Tour raus, wenn wir etwas anderes suchen. Was hast echt du da wieder arrangiert? Nichts. Wieso meinst du? Ich sag nur so viel. Der Sepp und Vreni haben die ganze Arbeit geleistet. Ich habe nur organisiert. Wir alle haben dir eben einen Gefallen machen. Oben rein! Oh. Hallo, Rösi! Sag mal, Rösi, hast du das Neueste schon gehört? Jesus Gott, es ist eine Schande! Es ist eine Schande für die ganze Gemeinde! Oma, ruhig, Susi, einmal runterfahren, tief durchschnaufen. Das ist übrigens Petra, meine Buchhalterin. Sorry, Petra, ich bin Susi. Bist du wegen der Erbschaft da? Sali, Susi, wegen welcher Erbschaft? Jo, wegen der Erbschaft. Ah, ja, wegen der Erbschaft. Hey, bist du da? Das hätte jetzt müssen sein. Meine ganze Lebensmoral ist am Boden zerstört. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Sally von Deck, sag ich dir. Nein, ich wollte sagen, Telefon 6. Was? Telefon? Der glaubst du es nicht, was in unserer Gemeinde innen vorgeht? Da bietet doch jemand Sex am Telefon an! Jesus! Ich darf nicht daran denken. Erzähl doch du kein Mist. Das ist ja zum Lachen. Wo? Herr, wissen Sie, dass das in aus unserer Gemeinde ist? Ja, yeah, wissen Sie? Mein Mann,
Polizist. Und der weiß alles. Und weißt, was da der Best ist? Er hat bei Gott schon eine heisse Spur. Was denn für eine heisse Spur? Ja, das darf ich jetzt sagen. Ich muss es für mich halten. Aber wenn das der Papst erfährt, Jesus Gott, ich darf ihn daran danken, nein. Welcher Papst? Der Trump? Hey, ja, denk der. Oder wer hast du es gemeint? Der interessiert sich doch nicht für unsere Gemeinde. Du wirst das ja noch erleben. Sag, kann ich dir sagen, Rösi. Zum Glück gibt's die Inquisition nicht mehr. Hört, es tut mir leid, aber ich muss jetzt leider weiter. Ich muss eben meinen Mann suchen. Du meinst, geh hören, ob es wieder etwas Neues gibt. Also, Rösi, schäm dich, so etwas zu sagen. Also, auf Wiedersehen miteinander. Ciao, Susan. Hey, was ist jetzt das gewesen? Das war Susi Schaffner, so quasi unsere Gemeindezeitung. Das ist ja eine fettige Plaudertasche. Die haben ja überhaupt keine Ahnung, was sie erzählt. Red dich doch nicht auf, Petra! Es ist doch geboren! Aber du hast aber nicht etwa mit dieser Sache etwas zu tun? Wie kommst du jetzt hier drauf, Rösli? Ja, so mit dem Telefonzeugs hier. Ach so, Rösli! Sicher nicht! Ich habe ja umgefragt. Was ist überhaupt mit der Susi los? Man könnte ja meinen, die sind dem Leibhaftigen begegnet. Wo meinst du? Oh, bist doch du mal Ruhe. Mit dir habe ich ja gar nicht geredet. Ja, Wetterhex. Warum meinst du? Ah, hey, das darfst du nicht sagen. Das darf nur ich. Und wenn ich es trotzdem sage, was willst du denn machen? Hä? Das siehst du denn, du. Hey, also die zwei können dann schon nichts anderes als rumkäfeln miteinander. Warum meinst du? Das ist, denk, Liebesgeflüster. Dumme Seich, Liebesgeflüster. Spinnst du doch. Habt ihr überhaupt schon gesehen, als Petra da ist? Ja, sie war ja vorher bei uns im Stall draussen. Ja, sie hat gesagt, wir sollen nichts sagen. Nimm doch mal deine dreckige Töpfe von meinem Maul weg. Ich will nicht nur Maul und Klauen Seuche bekommen. Ab jetzt redest du nur noch, wenn du gefragt wirst. Hast du verstanden? Warum meinst du? Sepp, mach doch einfach eins, was Freire dir sagt. Beruhigt euch doch. Was wird da überhaupt eigentlich gespielt? Die wissen ganz genau, als ich das überhaupt nicht gern habe, die Geheimniskrämerei da. Siehst du, Vreni, ich hab's dir ja gesagt. Babberlabab, wir haben doch keine Geheimnis. Jetzt beruhigt euch doch. Freut euch gescheiter, dass wir den Chemiehof behalten können. Ja, das sehe ich auch so. Was, Pate? So gut. Wirklich? Juhu! Oh. Hören wir das? Kuhglocke von allen. Nein. Das tönt eher wie ein Telefon. Also ich höre nicht. Ich höre auch nicht. Hast du nicht etwas im Stall vergessen, Sepp? Warum meinst du? Englisch ist ja schon schwer von Begriff. Ich würde dich gerne an meiner Stelle. Eben, dann wärst du jetzt im Stall draussen. Hat der Sepp ein Nadel? Ja, ich kann es geben. Für was? Einfach so. Frag nicht so viel, Rösli. Es ist eben wegen seiner kranklichen Tante.
Was für eine Tante? Eben die, die ist nicht ganz gesund, ja. Ja, aber von dem weiss ich ja gar nichts. Ja, das ist eben... Sepp, wie geht's deiner Tante? Wo meinst du? Ich meine, deine kranke Tante, die der vorhin angerufen hat. Mir hat keine kranke Tante angerufen. Weißt du es jetzt wieder? Nein! Du meinst sicher Tante Mandy? Ja, genau! Tante Mandy, wie geht's ihr Sepp? Ja, der geht's gut. Sie ist nämlich gerade auf Mallorca. Was? Mallorca? Ja, ja, sie tut dort kuren. So, also jetzt langt's mir! Das macht mir von ganz nervös, ganz kribbelig! Also jetzt brauche ich einen Kamillentee, um mich beruhigen. Ich gehe jetzt in die Küche. Wir gehen einen Kamillentee machen. Und wenn ich wieder rauskomme, dann will ich die ganze Wohnung hören. Verstanden? Ja, was machen wir jetzt? Ja, jetzt haben wir den Salat. Wo? Ich sehe jetzt doch keinen Salat. Vergiss es einfach. Könnt ihr jetzt nicht einmal mal zuhören? Mama, red nur, wir sind still. Das ist alles gar kein Problem. Ich erzähle das dann im Rösli mal in einem ruhigen Moment. Und du, Sepp, komm, gib mir jetzt das Handy. Das braucht ihr jetzt nicht mehr. Dann müssen wir nicht mehr telefonieren. Nein, das ist jetzt vorbei. Gott sei Dank. Ist wohl noch schade. Jetzt hätte ich mich da gewöhnt. Dann kannst du ja mit dem Vreni telefonieren. Warum meinst du? Ich sehe sie doch hier jeden Tag. Ja. Du musst sie nicht noch mit der telefonieren. Ganz klar. Und laufere, das tust ja du auch schon genug. Du lauferst ja auch die ganze Zeit. Aber nicht dermassig viel wie du. Aber immer rummotzen tust. Und du musst immer das letzte Wort haben. Nein, du. Nein, schau, du hast es. Hey, so fertig jetzt. Stopp, halt auf und aufhören. Hey, ihr seid ja schlimmer als ein altes Ehepaar. Er hat ja angefangen mit dem. Nein, du. Nein, du. Hey, könnt ihr bitte draussen weiter stürmen? Warum meinst du? Weil es reicht. Komm, Sepp. Wir gehen. Nein, ist dicke Luft. Ja, du hast recht. Dicke Luft. Das ist ja wirklich nicht zum Aushalten. Wo sind die zwei jetzt her? Ich habe sie rausgegeben. Das hure Gestürm ist mir auf die Nerven gegangen. Ja, das ist halt leider so. Ich habe mich schon daran gewöhnt. Ja, es sind ja eigentlich schon zwei Gute. Und sie machen ja auch, was man ihnen sagt. Also, und jetzt raus mit dem Wort. Was hast du gemacht, dass wir so schnell zu so viel Geld gekommen sind? Also, erstens einmal, es war nichts unrecht. So! Jetzt haben wir ihn verwutscht! Oh, wer hat ihn verwutscht? Eben, der Säunickel vom Telefon 6! So, und wer ist es denn? Dir werdet noch Augen machen! Er wird jetzt dann gleich hierher kommen. Hierher? Wieso hierher? Dir werdet es gleich sein. Aber weisst wir haben dann also nichts damit zu tun. Ja, allweg. Er behauptet hier aber ganz anders, ganz anders. Was ist da für ein verrückter Tag? Ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer. Kommt jetzt um hier! Endlich wieder mal einmal Moral und Anstand einkehren in unserer Gemeinde. Also, Entschuldigung, dass wir einfach hier so einplatzen, aber ich muss eine Straftat aufklären. Was ist jetzt? Und warum? Ist der Herr Pfarrer in Handschellen? Er ist Hauptverdächtiger in dem Fall.
Es wird doch noch schlimmer. Ihr könnt mir glauben. Ich habe nichts Unrechts gemacht und bin unschuldig. So, so. Ein Unschuldslämmli. Aber ich sage euch eins. Mit dem ist es jetzt vorbei. Der hat Moral. Der Herrscher. Also, er ist noch einmal der Meinzist. Susi, jetzt hockt ab und noch mehr den Fall selber aufklären. Aber Paul, ich hab doch dir wollen helfen. Abhocken selbst. Kann mir einmal etwas sagen, was da eigentlich gespielt wird? Das dort! Das ist der Telefonsessel! Jawohl! Susi, was habe ich gesagt? Ja, ist ja gut. Dann sage ich noch nicht mehr. Ja, das ist wahrscheinlich nicht so einfach. Also jetzt, nochmal, um was geht's? Der Herr Pfarrer wird verdächtigt, gewissnige ominöse Dienste am Telefon anzubieten. Was? Der Herr Pfarrer? Das ist ja zum Lachen. Und wieso kommen Sie jetzt auf das? Ich habe auf die ominöse Telefonnummer angerufen. Und wer habe ich am Telefon gehabt? Der Pseudo-Fahrer! Und was sagt ihr da dazu, Herr Pfarrer? Ich habe schon einmal gesagt, ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Ich bin unschuldig, es muss sich hier um eine Verwechslung handeln. Und wieso habe ich denn sie am Telefon gehabt? Wieso? Weil ich da zu Besuch war und das Nattel abgenommen habe, das hier auf dem Salottisch gelegen ist. Frau Pinkeli, haben Sie das Nattel? Ich? Nein, habe ich nicht. Entschuldigung, Herr Schaffner. Aber, also, woher hat Sie denn eigentlich die Telefonnummer gehabt? Aus der Zeitung. Aus der von heute? Jawohl, aus der von heute. Komisch. Das Inserat ist aber schon seit einer Woche nicht mehr in der Zeitung erschienen. Das hat gar nichts zur Sache. Ja. Du? Paul? Was meint ihr da damit? Gar nichts, wo ich etwas muss sagen. Das ist überhaupt da innen los. Der Herr Pfarrer wird beschuldigt, ein Schmuddeltelefon zu betreiben. Der Herr Pfarrer? Sicher nicht. Der hat doch nichts mit dem zu tun. Genau, nichts damit zu tun. Der ist unschuldig. Ja, völlig unschuldig. Seit wann seid ihr zwei gleicher Meinung? Wir sind immer gleicher Meinung. Ja, das stimmt. Josef, wir hocken hier auf das Sofa. Warum meinst du? Weil es jetzt dann gerade redet. Also, ich kläre jetzt die Sache auf. Rösli, es tut mir sehr leid. Ich wollte es dir eigentlich schon viel früher sagen, aber der übereifrige Polizist und da die Dorfzeitung ist mir leider dazwischen gekommen. Was? Dorfzeitung? Das ist eine Verleumdung! Ich habe noch nie ein Sterbenswörtli weiterverzählt. Ist Ihnen das bewusst? Ja. Vielleicht beim Schlafen. Und dann schnarchelt sie. Also, Paul! Ein so etwas hätte ich schon jetzt. Ich darf sagen.
solange es hier Schnaps gibt, flüchtet der Herr Pfarrer sicher nicht. Danke, Herr Schaffner, der Geldskopf. Also, ich habe das ominöse Inserat gestartet. Hau! Nimm die sofort fest! Kommt, nimm sie fest! Susi! Jetzt halt doch endlich einmal deine Larven dazu! Also, in dem Fall haben Sie das mit dem Telefonsex gemacht? Nein! Petra ist auch unschuldig! Ja, auch unschuldig. Was habt denn ihr mit dieser Sache zu tun? Ich bin Sandy. Und ich bin Mandy. Und wir? Wir sind schuldig. Genau, wir sind schuldig. Aber lustig war es gleich. Jetzt ist aber fertig, lustig. Ja, und warum legen Sie jetzt in diesen beiden Totschalen an? Weil die eine Straftat begangen haben. Was für eine Straftat? Sie haben doch nur den Hof gerettet. Und das ist also wirklich keine Straftat. Aber unmoralisch ist es. Ja, aber ganz so etwas machen doch einfach nicht. Unmoralisch? Ja. Jawohl, unmoralisch. Wir sind hier eine friedliche Gemeinde. Und vor allem in der Gipfunde hat Moral noch allerhöchste Stelle. Also, für mich ist es unmoralisch, wenn ein verheirateter Mann auf so eine Nummer anruft. Was soll das heissen? Ja, zuerst ein ist er ein Grund wie eine Sau. Dann muss Mauer wie eine Kuh und Ihnen das bekannt vor, Polizist. Also, so etwas ist eine Unterstellung. Ja. Aber wieso? Ihr habt doch die gleiche Stimme am Telefon. Oh. Ja. Überhaupt, ich kann mit einer Frau telefonieren. Ja, stimmt. Hasilein. Susi, komm mir geht. Der Fall ist aufgeklärt. Nein! Nein, warte doch jetzt auf. Was meint denn der Sepp mit dem Hasilein? Gar nicht meint er. Ach, sag den, aber das stimmt doch etwas. Da weisst du mir jetzt... Eif, den du jetzt gerade gesagt hast. Was möchtest du mir sagen? Nein, ich. Ja. Du. Nur zu irgendjemandem da unten von dieser Sache ein Sterbenswörtchen sagst, dann kannst du etwas erleben. Nein, ich sag mir, aber sag doch mir jetzt, wieso das dir das Säckchen so sagt. Jetzt fahr doch an. Hör doch aber ein, wie du aufstürmen. Nein. Du hast gestürmt, wenn du dich. Jedes Mal ruf doch du daheim, was dir schlecht ist. Dann kannst du ja dir schicken, was ihm schlecht ist. Das hast jetzt du gut gemacht, Sepp. Du meinst? Mal, ich bin stolz auf dich. Sicher? Ja, sicher. Und jetzt bleiben wir zusammen für immer. Spinn doch nicht, sicher nicht. Ich spinn nicht? Mach dir sofort ab. Warum meinst? Weil ich das nicht will. Was? Wenn wir zusammen bleiben? Dann der Pfarrer wäre auch schon da. Für was, der Pfarrer? Ja, zum mal zu heiraten. Ich will doch nicht heiraten, du Double! Jetzt gehen wir in die Werkstatt und schneiden das mit der Eisensäge auf. Nein, ich will jetzt heiraten. Nein, komm jetzt! Du kannst reingehen. Du bist einfach ein sturer Bock. Du ein Bäser. Sturer Bock. Oh, du ein Bäser. Komm jetzt! Oh, geschafft. Nochmal einen Schluck. Können wir jetzt eigentlich alle miteinander aus? Ja, ja, ja.
Hey. Wir müssen auf den Tost bleiben. Wir haben gar nichts abgemacht. Komm, wir stehen vorne an. Sag jetzt aber, wir müssen das Mikrofon haben. Komm, wir gehen zuerst mal in den Film. Wo ist der Paul? Der Paul, ich muss den Paul. So, das wär's schon wieder gesehen im Theater. Ich hoffe, der Droht ist nicht zu heiß geworden. Ich möchte mich im Namen von der ganzen Trachtengruppe ganz herzlich bei allen Darstellerinnen und Darstellern bedanken. Hinter so einem Theater steckt sehr viel Arbeit und ihr habt das auch noch, um uns das Theater hier vorzuführen. Merci vielmals, ihr habt das super gemacht. Das Rösli Binkeli, die Witwe vom Chemiehof, ist gespielt worden von unserer Singleiterin Beatrice Waldmeier. Die Magd vom Hof, das heisst Vreni Meuchtri, ist gespielt worden von der Nicole Reimann. Der Sepp Ruchti, der Knecht vom Hof, ist von Pascal Fasel dargestellt worden. Was wäre ein Schuldenberg ohne jemanden aus der Finanzbranche? Buchhalterin Petra Keller hat Lucia Schlinger gespielt. Der Polizist darf natürlich auch nicht fehlen. Der Marcel Zulliger hat die Rolle als Dorfpolizist Paul Schaffner übernommen. Unsere Präsidentin Julie Schütz ist in die Rolle als gewundrige Polizistenfrau Susi Schaffner geschlüpft. Der Pfarrer Thali von St. Wittnau, also den hat es wirklich einmal gegeben, der hat Christoph Kaiser gespielt. Auch neben, hinter und vor der Bühne braucht es noch Leute. Als erstes hätten wir hier mal die Regula Mettauer. Sie war für die Maske zuständig. Sie kommt gerade an.
Also wir wären froh, wenn du auch noch kommst. Das Amt als Auflösen hat einmal mehr Margrit Neff gemacht. Der Mann, der alle im Griff hatte, also ich hoffe, es war so, ist Marcel Knoll. Er hat die Regie geführt. Der Andi Zwahle war heute oben zuständig für unsere Technik. Merci vielmals. Kevin Schmidt war heute oben für den Vorhang zuständig. Also noch ein weitere Infos. Tischdekoration, die werden käuflich. Die kleinen von diesen Tischdekos würden 3 Franken kosten. Die grossen 5 Franken. Mit so einer Deko kann man jemandem wirklich eine Freude machen und die Blumen drinnen sind auswechselbar. Zahlen könnte man sie bei den Serviertöchtern. Am 6. Juli wäre das Krisefest hier zu Gipfoberfrick. Also wir würden uns auch dort über ein paar Besucherinnen freuen oder Besucher. Und nächstes Jahr, am 28. März, hätten wir wieder unsere Heimat oben, hier zu Gipfoberfrick. So wünschen wir euch einen schönen Abend, geniessen es noch ein bisschen und dürft gerne noch ein paar Stündchen hier bleiben hocken. Hey, du kannst noch. Danke.